Die beste zweite Bundesliga-Saison aller Zeiten ist gestartet und wir werfen einen Blick darauf, wie sind die Wettquoten, wer wird Meister jetzt? Ja, und das war ja schon mal eine ziemliche Überraschung am ersten Spieltag, als der Hamburger SV im Auftaktspiel Schalke gleich mal mit 3:1 abgewatscht hat und in der zweiten Liga willkommen geheißen hat, während Absteiger Werder Bremen auch nur zu einem 1:1 gegen Hannover gekommen ist. Und damit haben wir schon die zwei Top-Favoriten, Schalke mit einer Fünferquote und Bremen ebenfalls mit einer Fünferquote, die Top-Favoriten auf den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dabei muss man sagen, Schalke hat es dabei vielleicht so ein bisschen schwerer, weil sie ja so einen ewig langen Negativlauf hatten und die Bremer ja bis zum letzten Spieltag eigentlich noch gehofft hatten, dann mit Thomas Schaaf als Trainer es dann nicht geschafft haben. Jetzt geht Bremen mit einem neuen Trainer in den Neuanfang in der zweiten Bundesliga, passend dazu der Name Markus Anfang und deswegen für mich die Bremer Top-Favorit. Schreib es auch bitte in die Kommentare, wer ist dein Top-Favorit auf die Meisterschaft in der zweiten Liga? Aufsteigen können ja schon mal die ersten beiden und der Drittplatzierte kann dann um die Relegation spielen gegen den Drittletzten der ersten Liga. Hamburg ist schon jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga und ist jede Saison bisher Vierter geworden. Wird es dieses Jahr anders? Man kann so berechtigte Zweifel haben. Der Auftakt der Hamburger war zumindest schon mal gut gegen Schalke. Das 3:1 darf man jetzt aber nicht überbewerten. Hamburg scheitert oft an sich selbst. Die anderen Mannschaften dahinter, auch Düsseldorf, natürlich vor zwei Jahren erst in die zweite Liga abgestiegen, wieder Potenzial zurückzukommen. Am Ende ist es eine Frage der Marktwerte vielleicht auch, wenn wir auf die Marktwerte schauen. Sehen wir zum einen den Gesamtmarktwert des Kaders von Werder Bremen von 81,38 Millionen, hat Bremen den insgesamt wertvollsten Kader, allerdings hat Schalke weniger Spieler im Kader und kommt auf einen höheren Durchschnittsmarktwert von 2,69. Allerdings macht von diesen 80 Millionen Marktwert der Schalker allein Verteidiger Ozan Kabak 25 Millionen aus und ist damit der absolute Topstar in dieser zweiten Liga. Amine Harit mit 10 Millionen und dann auch noch zwei weitere Schalker komplettieren die Top 10 hier. Und sonst natürlich nur Bremer. Grundsätzlich kann man sagen, Bremen war letzte Saison stärker als Schalke. Bremen hat einfach irgendwie nicht sich komplett aufgegeben im Vergleich zu Schalke. Und deswegen ist die Chance, dass Bremen diese Meisterschaft gewinnt, in meinen Augen ein bisschen höher, als eben, dass Schalke hier Meister wird. Aber die Saison ist ja noch lang. Es gibt noch 33 Spiele zu spielen. Und vielleicht macht es am Ende dann doch jemand ganz anders. Wie letzte Saison hat ja auch wahrscheinlich fast keiner mit Bochum als Meister gerechnet und Greuther Fürth als Aufsteiger. Auch da waren natürlich die Bundesliga-Absteiger die Top-Favoriten, die es dann aber nicht geschafft haben. Und das könnte natürlich auch dieses Jahr so sein, aber es sprechen gute Gründe dafür, dass das nicht so ist. Die Abgänge der Bremer sind extrem verschmerzbar. Milot Rashica hat nie wirklich das gezeigt, was sein Marktwert von um die 10 Millionen nahelegen würde. Der ist jetzt in die Premier League zu Norwich. Viel Erfolg dabei. Und die Verteidiger Moisander und Gebre Selassie haben selbst einen Marktwert von unter 1 Million nur noch gehabt. Sind mit 35 und 34 schon längst nicht mehr im Saft gestanden. Und auch Davy Selke werden sie in Bremen keine Tränen nachweinen. Bei den Neuzugängen gab es jetzt natürlich erwartungsgemäß nicht einen dicken Fisch. Auf der anderen Seite haben sie mit Lukas May von Bayern München ein hoffnungsvolles Abwehrtalent bekommen zur Leihe. Und solche Leihspieler von Bayern München haben in der Vergangenheit ja eine große Tradition, wenn man dran denkt. Lahm war verliehen, kam dann besser zu Bayern zurück. Groß war verliehen, in der jüngsten Vergangenheit auch Gnabry, glaube ich, oder jedenfalls alles Spieler, die dann bei ihren Leihvereinen durchgestartet sind. Für Bayern reicht es vielleicht noch nicht, aber für Bremen kann der junge May eine absolute Verstärkung sein und
größtenteils bleibt der Kader zusammen. Und einer der Hauptgründe für die Bremer ist natürlich auch der neue Trainer Markus Anfang. Da ist der Name Programm. Und mit dem ist Bremen natürlich der Topfavorit auf die Meisterschaft in der zweiten Liga, auch wenn das erste Spiel jetzt noch nicht so wirklich toll war. Denn Anfang kennt sich aus mit Aufstiegen. Er hat jetzt zuletzt Darmstadt auf Platz 7 in der zweiten Liga geführt. Davor war er bis 3 Spieltage vor Schluss Trainer vom 1. FC Köln, der dann als Meister aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen ist. Er führte Holstein Kiel 2017 aus der dritten Liga in die zweite Liga, nicht als Meister, aber als Zweiter in der dritten Liga, und etablierte sie im ersten Jahr als Tabellendritter in dieser Saison, als Aufsteiger. Kiel scheiterte in der Relegation gegen Wolfsburg. Das war vor 3 Jahren und jetzt spielt Wolfsburg Champions League. Kiel immer noch zweite Liga ohne Anfang. Und der ist jetzt bei Werder Bremen natürlich in einer ähnlichen Situation wie bei Köln. Also er hat bewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Die Mannschaft ist okay. Also wer außer Werder Bremen sollte denn sonst Meister werden in der zweiten Liga? Etwas Schalke 04. I doubt it. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine interessante Wette. Wenn man davon ausgeht, dass einer der beiden Absteiger aus der Bundesliga zumindest Meister werden würde, also Bremen oder Schalke, bekommt man eine Topquote von jeweils 5. Wenn man jetzt jeweils eine Einheit auf beide platziert, dann muss nur einer der beiden Meister werden und man gewinnt das 1,3-fache dann zurück. Fünferquote abzüglich der 2 Einheiten. Gibt 3 geteilt durch 2 an Einheiten ist mal 1,5, also 150% Rendite, wenn Bremen oder Schalke Meister in der zweiten Liga wird, und das halte ich für keine schlechte Wette. Immer natürlich im Rahmen der eigenen Bankroll, Quoten natürlich vergleichen, immer bei Oddspedia, und wir sehen uns dann wieder, wenn es mit der ersten Bundesliga weitergeht, dann natürlich auch wieder mit eurem Chris Custodian. Mua. Bis dann.